Hallihallo und Hallöchen und wie auch immer ihr das nennen möchtet. Viel willkommen im wunderschönen Falkenstein. Wir sind immer noch dabei, die Waffen hier zu verteilen, die Schutzausrüstung von den Soldaten und. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Wie, könnt ihr euch doch vorstellen? Nein, oder? Das ist sowieso gerade so eine Sache, ne? Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, so einen automatischen Anziehautomaten zu bauen. Dass man dann da irgendwie so 1, 2, 3, 4 Spender irgendwie so in der Ecke hat und dann hier drauf geht, zack, und man wird da angeworfen und dann ist man angezogen. So. Ja, das flackernde Bild haben wir immer noch, das Problem, aber das ist ja kein Problem. Also es ist kein, ja, es ist ein Problem, aber es ist halt nicht so ein Problem, dass ich sagen kann. Oder sagen muss, nee, wir können jetzt keine Folgen mehr machen. Da müssen noch Spinnenweben hin. Und überall, wo so ein bisschen Qualm aus den Dächern kommen soll, muss überall noch Spinnenweben hin. Jo. So ist das. Kann jetzt auch noch nicht gucken, ob ihr irgendwas geschrieben habt zur Verbesserung. Von Minnekraft. Aber falls ja, dann schon mal danke, ne? Und ich werde das dann probieren. Du musst mich nur daran erinnern. So, zack. Oh, das liegt am Server, ne? Was sehr schade wäre, weil die Welt ist halt echt toll, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und eine Kartoffel, guck mal, Kartoffeln können wir, Karotten können wir essen. Und den Turm da hinten haben wir immer noch vernachlässigt, ne? Vielleicht bauen wir den ja auch, vielleicht reißen wir den wieder ab. Wir könnten da ja mal gucken, ne? Wenn wir sagen, wir reißen den weg und machen die Mauer hier hin. Ja, das ist die einzige angreifbare Stelle hier, ne, von Falkenstein. So. Und dann würden wir sagen, wir bauen darüber. Hier entlang. Nee, komm, das lassen wir. Wir lassen den Turm. Wir machen erstmal weiter mit dem, was wir eigentlich machen. Rüstungen. Da wurde jetzt schon vorgeschlagen, schwarze Rüstungen. Ja, wir könnten schwarze Rüstungen nehmen, aber es würde ein bisschen aussehen. Dann habe ich mir überlegt, wir machen aus Eisen welche, ne? Wäre natürlich sehr heftig, weil Eisen sehr viele Ressourcen benötigt. Naja. Guck mal, hier haben wir den Dingspunkt. Warte mal, mach mal 1, 2, 3, 4 Lieder weiter. Ne, noch eins. Ne, noch eins. Jo, damit kann ich leben. So. Macht er jetzt hier weiter oder was? Jetzt, oder? Ach so. Bitte schön, mach weiter. Viel Spaß. Okay. Ach Mist, wir haben vergessen, die Dinger von unten mitzunehmen, die Sachen, die wir mitnehmen wollten. Mensch. War da überhaupt noch irgendwas? Donnerstag ist heute, ne? Jo, heute ist Donnerstag. Donnerstag ist ein herrlicher Tag. Gut, dann haben wir hier schon mal alles weggemacht, ne? Dann können wir das hier nehmen. Türen brauchen wir, ne? Türen brauchen wir und Eisen. Der braucht auf jeden Fall 24 Mal einen Hahn. Oh Gott.
Das wird sehr viel Eisen in Kauf nehmen. Und Türen sind hier, ne? Die da nehmen wir am besten. Wir brauchen mal 1, 2. 12 eigentlich nur, ne? 12 Türen müssten das sein. Ein Turm dort, dann die beiden in der Mitte, dann der und dann der Eckturm. Ne, es müssen nochmal zwei sein, ne? So. Das könnte schon passen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das so machen, ne? Aber gleich Öfen. Ja, komm, wir nehmen gleich Öfen mit und so ein Kram, ne? Wir nehmen Öfen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so. Sind doch 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Gut, dann haben wir zwei Türen über, weil wir ja den letzten Turm noch gar nicht machen, ne? So, wir brauchen Werkbänke. 3 sind zu wenig. Wir nehmen ein anständiges weißes Bett mit, ne, für uns. Alles ein bisschen suboptimal. Ja, komm. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Aha. Ein Kessel können wir mitnehmen. Redstone-Truhe nicht, nein. Ja, die können wir noch mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man die braucht. Und, Fackeln eigentlich, ne? Jo. So, was noch? Holzkrams, ne, haben wir hier. Nur ein Stack mit. Oder nehmen wir lieber zwei mit, ne? Also fast zwei. Ne, komm, zwei. Zack. Und dann können wir eigentlich... Für den Tisch nehmen wir hier das hier mit. Warte, wo haben wir sie? Hier hinten, ne? Das Ruckeln, das nervt. Also dieses Gezucken. Haben wir gar keinen, das ist blöd. Da haben wir die Türen und dieses Zucken nervt ja, ne? Seht ihr das, wie das zuckt? Das ist ja ätzend. Haben wir auch nicht. Dann muss ich mal demnächst gucken. Also nach der Folge gucke ich doch mal nach, wie man den armen Wasserkörper mitnehmen. Und den nehmen wir mit. Hier haben wir Fichtenholztüren, das ist perfekt. Das können wir mitnehmen. Fichtenholzzäune. Schilder brauchen wir gerade nicht, aber wir können so ein paar Sticks mitnehmen, ne? Zack. Okay, das sollte erstmal reichen fürs Erste. Cobblestone nehmen wir von hier einen Stack mit. Nehmen wir lieber zwei. Und was brauchen wir noch? Nichts mehr, ne? Sonst brauchen wir gar nichts mehr, oder? Glaube nicht. Essen, ne? Danke. Danke, Navi, dass du mich dran erinnerst. Ja, Falkenstein, warte mal, komm mal, dass ich... Na komm, wir nehmen die ganze Truhe mit. Zack. Falkenstein rüstet auf. Falkenstein rüstet in der militärischen Macht auf. Und auch in der Verteidigung von Falkenstein. Also wir sind ja gerade dabei, die Türme zu bemannen und die Mauern zu besetzen. Sprich, uns gegen Übergriffe zu verteidigen. Und das hat einen Hintergrund. Genau, wir werden das 3M-Land übernehmen. Früher oder später. Nein. Oder? Wer weiß. Nein, auf jeden Fall,
hat es den Hintergrund, dass die Situation hier gerade nicht so berauschend ist, ne? Aber Aquatica wird zwar gebaut, aber ob das alles so fertig wird, pünktlich, das weiß man nicht, ne? So, also jetzt eine Tür ran. Und hier auch. Schwupp, ne? Und schon sind die Betten ganz nett. Okay, gute Nacht. Aua, das könnte gleich wehtun. Au, au, au. Doch nicht. Sehr schön. Ne, man steht auf und kann gleich rausgucken und dann sieht man, da läuft ein Creeper. Oder sowas, ne? Okay, also ab nach oben. So. Das möchte ich haben und das möchte ich haben. Und dann möchten wir hier so einen schönen Tisch haben. So nicht. So, ne? Sieht schon ordentlich aus wie so ein Tisch. Da können wir dann irgendwas draufpacken, Wolle oder so. Dann brauchen wir natürlich auch Stühle. Sollten wir vielleicht... Stühle könnten wir ja hier draus bauen, ne? Ach, wir haben ja sogar Stühle. Na, guck mal. So und... so... So. Und hier so, ne? Man kommt dann hier so hoch, schwupp, und fällt gleich gegen den Tisch sozusagen. Dann machen wir natürlich das hier auch so. Dass man hier nicht runterfällt. So. Ah, ansonsten, man kann hier nicht umsitzen und man kann hier überall links, rechts runter gucken und hast du nicht gesehen. Was man machen könnte, wäre noch ein... irgendwo einen kleinen Ofen hinstellen, damit die nicht ganz im Kalten sitzen. Wir könnten sagen, wir machen auf der einen Position machen wir eine Werkbank. Vielleicht hier so. Und auf der anderen stellen wir einen Ofen hin. Ja, falls sie irgendwas mal brauchen. So, wir haben 9 Türme. Haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, komm, so. Schwupp, 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 schwupp. Zack, zack. So. Okay, machen wir dann den Ofen hier hin. Und dann natürlich auch, die Fackel muss dann hier weg, das Ofenrohr nach oben, ne? Können das auch so machen. Oder wir jagen den Ofen da durch, gehen dann hier hoch und kommen dann theoretisch hier raus. So. Ja, jetzt muss ich da nur rankommen, ne? So. So. Ach so, das geht dann natürlich nicht, ja klar. Das funktioniert so nicht, weil... Das muss ja so sein, ja stimmt. Okay, dann machen wir uns das hier so halt hübsch. Ah, das geht auch wieder nicht, dann kommen wir nicht rein. Wie kommen wir jetzt hier rein? Au! Das heißt, wir können da keinen Ofen hinmachen. Kein Ofenrohr. Das heißt, wir müssten quasi theoretisch hier irgendwo eins hinmachen, ne? Müssen wir das hier wieder wegmachen? Wenn wir dann den Ofen hier so hinbauen und die Werkbank daneben stellen und daneben dann das hier bauen und das hier bauen, dann hätten die Leute hier so einen kleinen Bereich. Dann müssten wir das hier nochmal wegmachen.
und um einen mehr an die Scheibe setzen, ne? Damit die dann halt vom Sitzen hier oben das auch betrachten können. Das Falkensteiner Reich, ne? So, ne? Ja, klar. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Die brauchen ja keinen großen Pokertisch, ne? Sondern die sollen hier arbeiten, die Leute. So. Und, dann natürlich so und so. Und so und so, ne? Ja, klar. Genau, dann kommen die hier raus. Und haben die so einen schönen Platz und dann können die hier mit dem Ofenrohr. Zack, das geht dann nach oben. Geht dann hier weiter. Geht dann da raus, da oben. Ah, da müssen wir den mal wegschlagen, ne? Ist natürlich genau eine Ecke, ne? Natürlich, wie soll es auch anders sein? Ist genau eine Ecke. Aber dann ist das so. Zack. Und zack. Können wir das so machen? Und wir haben noch... Ja, eigentlich geht das doch so, ne? Können ja da als Tarnung so ein bisschen... den da wegmachen und dafür halt so einen verklinkerten Stein da reinpacken. So, ne? Genau. So sieht das, glaube ich, ganz angenehm aus. Dann machen wir das nämlich hier so. Dann springen wir hinten wieder runter. Au! Und gehen wieder hoch. Lalalalalala. So haben die denn hier schon eine ganz anständige Ecke, ne? Wo die leben können und sein können. So, ne? Fehlt natürlich noch Kohle, so eine Kiste vielleicht irgendwo, wo noch ein paar Sachen drin sind. Aber größtenteils würde ich sagen, das ist schon mal der erste Streich. Dann machen wir den zweiten doch zugleich. War jetzt schon Nacht? Nee. Und ich habe auch gar nicht die Aufnahmetaste genommen. Ist jetzt die Folge dann vorbei? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen einmal schlafen gehen dann, ne? Oder? Nein, dann wird es, vielleicht wird es heute eine längere Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und warum ist eigentlich meine Stoppuhr aus? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Ah, die geht noch weiter. Ah, okay. Das heißt doch, die Folge ist dann gleich vorbei, ne? Das ist ja schade. Aber das sollten wir noch schaffen, oder? Schaffen wir das noch? Wir schaffen das. Hey, nee. Eins, zwei. Zack. Drei, vier. So, dann natürlich den ganzen Kram einmal hier. Genau. So. Und so. Und dann die hier. Zack und zack. Und zack und zack. Und dann geht das Rohr hier hoch. Zack. Zack, zack. Wir gehen nach oben. Lalalalala. Lalalalala. Knüppeln die hier weg. Machen da einen festen Stein hin. Knüppeln den da dran. Knüppeln hier uns noch ein. Machen das natürlich direkt wieder zu, weil wir kluge Mitarbeiter sind. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, ne? So. Jo. Und schon ist der zweite Turm fertig, Mensch. Und jetzt bin ich mal gespannt, schaffen wir es hier rüber? Nein. Okay, springen wir wieder runter. Bup, bup, bup. Hätte ja sein können. So, das haben wir geschafft. Dann können wir noch schnell hier hin. In den Turm. Vielleicht schaffen wir das ja auch in dem Turm noch.
Nee, das schaffen wir gerade mal so, vielleicht die Türen dran zu kriegen. Naja. So, damit die Betten nicht einkrachen. So. Und komm schon. Was haben wir hier? Hier haben wir Fusch. Fusch am Bau, da kann ich so nicht arbeiten. So, dann machen wir das noch hier so. 1, 2, 3, 4. Das Bett bauen wir schon mal auf. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht viel über zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, ne? Also alle, die besonders treu sind, danke besonders. Und alle anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich konnte euch ein bisschen unterhalten vielleicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal, ne? Und das Bett können wir noch schon aufbauen, zack. Und tschüssi, ne? Bis dann.